mal wieder soweit. Heute steht ein heißer Tag an. Johnny ist uns besuchen gekommen. Das heißt Philipp und mich. Und Johnny, was steht heute an? Worauf hast du Lust? Wenn ich schon mal so weit reise, dann natürlich am liebsten eine dicke deutsche Kirsche. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen Natur zeigen. Ich meine, es sieht aus wie ein Fairy Tale. Ich meine, ich weiß nicht, ob Gandalf hier irgendwo haust. Idylle pur. Da würde ich jetzt sogar mein Stadtleben eintauschen für. Ja? Ja, ist geil, wenn ich da ein kleines Haus hätte. Vom Wasser, ein kleines Bötchen. Ja. Auch eine Schale. Aber dann kriegst du mich nicht mehr vom Wasser weg. Fisch. Auf was? Kleiner. Texas Rick. Wenigstens schon mal entschneidert. Piken. Hä? Du Fuchs. Hatte ich den Zander gestern auf Zürich? Texas. Auch Texas? Texas. Was gut ist, kommt wieder, heißt's. Glaubst du dran? Nicht mein Barsch. Also ich hatte schon einige Male, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich einen großen, dann bin ich da gestanden für Stunden, habe da geworfen. Da kommt nie was wieder. Ja. Alles für den 60er, so ist es. Der ist aber gut. Ja, ist ein guter Fisch. Ja. Uiuiuiuiui. Ist ein Barsch. Dann bringt er ihn hoch. Was hat das denn? Auf den Piken. Ja? No? Sauber, Philipp. Da wir aktuell ein leichtes Hochwasser haben, die Ufer sind leicht überschwemmt, die Büsche sind überschwemmt, stehen die Barsche noch ziemlich flach. Wir fischen deswegen gerade flache Uferpartien ab. Wir haben es jetzt schon mit Reaction Baits probiert. Wir haben unseren Chatterbait probiert. Da kamen keine Bisse. Die ersten Bisse kamen jetzt auf Rigs, langsam geführt, über den Grund geschliffen, mit leichten Zupfern. Bei mir ist in dem Fall jetzt ein Texas Rig drauf, mit unserem Asta. Jetzt probieren wir noch einen rauszuholen. Aber nicht verzagen, Johnny fragen. Oh, der ist ja ordentlich. So ein bisschen mehr. Der hat 40, Freunde. Er hat 40, ich verreck. Könnte man sagen. Sehr, sehr geil. Ich glaube, da hat es noch mehr. Jetzt Schlag auf Schlag. Da ballert der Philipp wieder den Endfisch raus. Schöne Murmel. Philipp, willst du mal zeigen? Murmel? Nee, er will nicht zeigen. Fisch. Ich hab doch gewusst, die stehen da im Flachen. Bitte sei ein Barsch. Bitte sei ein Barsch. Bitte sei ein Barsch. Nein. Nein, ist kein Barsch. Obwohl. Seht ihr ihn? Nein, es ist nicht. Warm, ey. Tschüss, ey. Gut. Aber wo ist doch dran, ey? Ja, klar. Ne? Hallihallo. Hallihallo. Sehr geil. Schade.
I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool for the sharks. Now they coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switched codes, but he codes with focus. Staring down your team with a frozen, ice cold look that can end the summer solstice. Cause I'm more like the top dog. Keep on running game and the gang will accost y'all. I be calling players from a plane while I'm off court, but we ain't the same. You Habt ihr euch wieder ein schönes Plätzchen ausgesucht hier? Keine Sonne. Herrlich, ne? Idyllisch. Ja, hier ist richtig gut, ne? Da, schau noch ein paar kleine Barsche. Hier treffen sich alle. Hä? Karpfen, Barsche, Zander. Schweizer. Ich meine, hallo? Da, schau, alles Kleinfisch da. Du hast einen Schuh gefangen oder so? Oder einen toten Zander von Turnierangler. Kleinen Baum. Ja, Petri. Mit einpflanzen. Zirkeln nennen wir das. Genaues Platzieren deines Baites. Ne? Aber hier sieht es schon geil aus, nicht? Ich meine, sieht man das auf der Kamera? Eine Traumwelt. Oh ne. Ich bin im Baum. Das war so klar. Vom Chatter müssen sich alle in Acht nehmen. Eine Ringelnatter. Oh. Someone at the door, John. Now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying that screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs. For the wind miles from the soapbox. Got BKTs on this bitch. So everybody getting rolled on. Yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Check all this credits on BMI. I'm just too kind to expose y'all. And I see a team with a ghost sign. And question if y'all ever wrote songs. All enemies of mine. Please don't test me. I'm a know it. Geil. Wieder mit Pekin Rost, hä? Philipp, du lässt uns alt aussehen. Bin nicht ich, das sagt Wilder hier. Pekin Rost. Das mögen sie heute. Ich glaube, ich muss wechseln. Ich bin ja auch mit Asta dran, aber nicht in Pekin Rust. Was hast du drauf? Top Lime. War auch stark die letzten Tage. Bisschen bekommen jetzt? Bisschen bekommen, aber halt noch nicht dein Ergebnis. Okay. Knallt uns da die schönen Barsche raus. Ich bin jetzt für die Hechte dran. Die Pommes hat man heute noch gar keine. Ah, ich glaube, wir müssen in die andere Mulde rein. Das ist nix hier. Oh, nicht? Ja, ab. Nee, ist noch dran, ein kleiner. Ah, der hat nicht richtig gepackt. Ja, ich habe auch das Gefühl, die richtig großen stehen da irgendwo da drüben. Wo du gestern selten hässliche Sprache, die wir haben. Ja, aber was willst du machen, ne? Ihr habt dafür Schokolade. Ist so. Und zwar ganz gute. Und zwar richtig gute. Das könnt ihr euch gönnen. Fisch? Ja. Gut. Hm? Gut. Nein. Ah. Nein. Oh. Unser Frittenjäger. Ja gut. Was ist mit dem Philipp los? Nein, ich habe ihn jetzt auch dran. Nein, das ist...
Ich hab schon was gefangen, den Philipp. Ist auch ein Barsch. Komm, wir gehen weiter. Ich hab die Schnauze voll von diesem Spot. Willst du mir denn mit dem Kotter gehen? Lieber nicht. Ich habe immer meinem Vater sein Boot geklaut. Wenn er nicht da war. Und war mit ein paar ganz netten Damen. Ja, damit. Damen einen kleinen Ausflug machen. Ah, das waren schöne Zeiten. Was habt ihr da gemacht? Ja, das kann ich dir nicht, das kann ich dir nicht sagen. Mit Angeln hat das nichts am Hut, mein Lieber. Auf ein neues. Schau da. Siehst du die kleinen Fische? Bei uns? Ja. Ist voll hier. Das, ich habe ihn gesehen, wie er drauf ist. Alter, was für ein Biss. Ja, da ist er wieder. Ja, ist Mr. Pommes. Hat wieder zugeschlagen. Kann jemand Ketchup und Mayo bringen? So? Vielleicht ist jetzt komplett der Barsch raus. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast. Aber das Geile ist, du hast hingeworfen, ich habe gesehen, wie er hingeschwommen ist. Aber dann ist der Kollege da der Übeltäter und jagt da die Kleinen. Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, wenn drinnen die Kleinen stehen, dann stehen draußen die Großen. Was hast du selbst? Das war der Philipp. Ja, komm. Jetzt Shepherds. So. Meiner. Wir haben sie gefunden. Die Jungs haben Hunger. Auch beide so um die 40, würde ich schätzen. Und jetzt schnell rein damit und weitermachen. Ich würde auch sagen. Es läuft. Johnny. Geil. Oh, geil. Mit einem 3-Inch Fox als Trailer, super hochfrequent, ganz kleines Blade und ja, konnten sie nicht widerstehen. Also bei warmen Tagen wirklich eine gute Wahl. Wir verlosen im Wert von 200 Euro. Jetzt habt ihr die Lasche offen wahrscheinlich. Ich hätte gesagt, es gibt eine Perch One und ein paar Baits. Bei den Baits lasst euch überraschen, ich will mir jetzt keinen Kopf machen. Aber 200 Euro im Gesamtwert. Followen, abonnieren, dann sind wir Freunde. Ich freue mich drauf. Kommentar da lassen, stimmt. Was würde ich ohne Tim machen, ne? Du belästigst mich wieder! Geh weg!
Du siehst nicht, so kann ich nicht arbeiten. Nicht. Siehst du nicht, wir machen hier ernsthafte Geschichte. Ich angle hier auf allerhöchstem Niveau, ne? Das ist Rocket Science, das kann ich dir aber flüstern. Siehst du das hier? Kleine Vibration. Trappelt's. Oh. Ganz fein. Und dann rappelt's nicht. Tschüss, Tan. Ich bin raus aus diesem Platz. Das ist für gar nichts.